Hallo YouTube. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ich sitze hier im T3. Der T3 läuft gerade. Und ja, was machen wir heute? Als allererstes werden wir dieses Auto, dieses wunderschöne Auto, zu einer Karosseriewerkstatt bringen. Die Besitzerin hat sich auf meine Empfehlung eine ausgesucht. Und heute ist der Termin, dass der Wagen dahin kommt. Es wird noch tricky, den Wagen aufzuladen. Der muss ja rückwärts aufgeladen werden, weil Motor hinten. Ja, das ist immer ein bisschen spaßig mit dem T3. Den mussten wir auf der Autobahn schon mal umdrehen. Also nicht den hier, aber einen anderen. Weil wir den versehentlich vorwärts aufgeladen haben und uns gewundert haben, warum der Anhänger auf einmal schlürt und dann so, uch, verdammt, Heckmotor. Ja. Das höhere Gewicht muss natürlich nach vorne, sonst pendelt der Anhänger. Ja. Kann passieren. Wenn man es merkt, darf man umladen. Ja, wie gesagt, den schnappe ich mir jetzt. Gott sei Dank fährt er jetzt sehr problemlos. Aber kalt wollte ich den auch nicht, den Anhänger hochwürgen sozusagen. Ja. Fährt. Da steht der Trailer. Ach so, scheiße, ich muss den ja rückwärts aufbauen. Der Hänger steht da. Das müssen wir auf dem Weg machen, denke ich. Das wird schwierig. Langsam ist hier nämlich kein Platz mehr. Es wird langsam Zeit, dass ich hier mal ein bisschen abräumen muss. Der Renault muss weg. Ja, der Astra immer noch nicht. Da stehen die ganzen Projektfahrzeuge in einer Reihe. Also langsam wird es hier eng. Auf 5500 Quadratmetern Grundstück. Naja, da hinten machen wir nichts. Auf der anderen Seite, da lassen wir den Garten verwildern. Ja? Dafür schlafen da Rehe. Ist doch was Schönes, finde ich. Okay, mal gucken, dass wir das Ganze hier Tetris-mäßig auf die Reihe kriegen. Dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt ist er aufgeladen. Gesichert. Ja, ich weiß, es ist windig. Ich lese es mir auch jedes Mal durch, dass es windig war und dass man mich nicht versteht. Dann kommentiert irgendeiner drunter, dass man mich doch versteht. Naja. Wie gesagt, so schlimm ist das Auto eigentlich gar nicht. Okay. Aber wie gesagt, ich habe dafür keine Zeit. Und ja. Ach ja, T3, das Thema. Bitte nicht vorwärts auf Anhänger fahren und festmachen. Geht gar nicht, ne? Motor ist hinten. Möglichst weit auf den Hänger fahren. Dann ist alles schön. Also rückwärts. Es war ein bisschen unheimlich, da hochzufahren rückwärts, aber ja, passt so. Er ist ja nicht der erste, den wir geladen haben. Kann man ein Foto einblenden. Das machen wir durchaus schon länger. Ja. Ja, insgesamt gesehen, wenn wir das Geschwafel von manchen Foren anhöre, so von wegen, ja, da kannst du doch nicht spachteln. Doch, kann man. Das ist ein Auto mit einem relativ stabilen Rahmen, Plattformrahmen, und die Außenkarosserie hat eigentlich so gut wie nichts zu tragen. Das ist, ja, in Foren sind immer ganz dolle Experten, die eigentlich noch nie irgendwas gemacht haben, alles haben machen lassen und nichts auf die Reihe kriegen. Also von daher, Geschwätz halt. Manche Leute hören sich halt gerne reden. Ich höre in erster Linie gerne Vogelgezwitscher. Deshalb fange ich nicht an zu piepen. Okay, wir bringen den jetzt mal weg nach Büchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Trailer ist leer. Ich wollte vor Ort drehen, habe auch ein paar Anläufe gemacht, um da bei dieser Karosseriefirma zu drehen, aber letztendlich habe ich es gelassen. Wir reden immer noch von einem T3.
Und wenn mir jemand erzählt, Ende 20, 30, irgendwie so in dem Alter, dass, die Karosserieteile für den T3, den kennt ihr alle aus meinem Video, 4000, also über, weit über 4000 Euro kosten. Okay, kann man so machen. So wertvoll ist ein T3 noch nicht. Wir reden hier nicht von einer Hochglanzrestaurierung. Und wir reden jetzt bei 4000 Euro, bei über 4000 Euro noch nicht von, von Arbeiten. Wir reden nur von Karosserieteilen. Ja. Auf meinen Einwand hin, was man einiges bearbeiten und dann verzinnen könnte, erzählt er mir, dass Zinn ja Pfusch ist. Bietet aber Zinn, verzinnen in seinem Prospekt an und auf seiner Website. Was war das noch? Ja, in der Website oder beziehungsweise in dem Prospekt steht dann auch, alte Karosseriebleche werden erhalten, soweit es geht. Habe ich nichts von gemerkt. Ja, das ist schon etwas eigenartig. Wenn man sofort das große Geld wittert und da sofort losstürmt. Am Ende ist es immer Referenz, was zählt. Ich habe dieses Auto hier zum Beispiel, habe ich komplett durchgeschweißt in 18 Tagen. In 18 Tagen, jeden Tag, 18 Stunden. Der rostet nicht mehr. Und der wird nicht geschont. Der fährt durch Gemüse, der fährt durch Schlamm, der fährt durch Wasser und rostet bis heute nicht. Dann kommen so Sprüche bezüglich Mike Sanders. Wäre ja, mit Mike Sanders passiert das nicht mehr, dass die Fugen bei einem T3 rosten. Erstens mal, der Typ heißt Mike Sander. Den kenne ich seit 1990. Der Mann hat sein Geschäft in Hagen. Und selbst der würde auf diese hochkohlenstoffverseuchten Bleche des T3 keinen Mike Sander auftragen. Schon gar kein Hohlraumschutzfett. Man kann nicht alles wissen. Ich lerne auch noch jeden Tag dazu. Das ist nicht das Problem. Ich lerne jeden Tag dazu. Das gehört zu dem Beruf dazu. Wenn man sich dem Ganzen verweigert, baut man zwangsläufig Mist und bekommt Ärger mit seinen Kunden. Ich halte von Google-Rezensionen und so weiter, halte ich überhaupt nichts. Halte ich gar nichts von. Ich habe hier ein Auto, das haben wir in 2 Jahren 120.000 Kilometer durch die Walachei geprügelt und es rostet nicht. Das ist eine Referenz. Ja, und ich weiß durchaus, was ich tue. Ich weiß das schon etwas länger. Ich mache das auch schon etwas länger. Ja, Modeschlagworte wie Mike Sanders. Der Mann ist Deutscher. Der wohnt in Hagen im Ruhrgebiet. Ja. Das sind Schlagworte. Wenn man sich mit dem Produkt beschäftigt, merkt man ganz schnell, dass das aus Deutschland kommt, dass es ein deutscher Erfinder ist. Dass das im Grunde genommen MOS-2-Öl und Wälzlagerfett ist, was im Grunde genommen nur heiß gemacht wird und dann in die Hohlräume gespritzt wird. Ja, das ist ziemlich säurefrei und ist im Grunde genommen auch gar nicht schlecht. Außer man hat VW-Blech aus den 70ern, 80ern. Dann wird es schwierig. Das kann halten. Kann aber auch in den nächsten 4 Jahren so dermaßen explodieren, dass sämtliche Träger, dann hat man im Grunde genommen nur noch Räder da stehen. Das ist Räder und ein Motor und ein Plattformrahmen. Ich finde es immer anstrengend. Wie gesagt, ich... wahrscheinlich war ich auch so. Ne? Wahrscheinlich war ich auch so. Vielleicht war ich so. Aber es gibt einige Leute wie Meister, Gesellen und Eltern, die einen mal wieder aus der Luft holen müssen. Im Grunde genommen weißt du nichts. Und am Ende, wenn du in die Küste hüpfst, dann kannst du beurteilen, ob du was gewusst hast.
zwischendurch sich als allwissend aufzuspielen, ist ein bisschen schwierig. So, Montagnachmittag gibt es eine Information, was die, was das Fahrzeug letztendlich bzw. die Reparatur kosten soll. Und ja, wir werden sehen. Ich bin mal gespannt. Meine Katze. Ja. Hallo Katze. So, wir werden sehen. Und dann wird die Besitzerin entscheiden. Die Widersprüchlichkeiten zwischen Prospekt und Aussagen hat ein bisschen was vom Penisvergleich gehabt. Ne? Das ist eine schwierige Sache. Finde ich charakterlich immer ein bisschen schwierig. Ja, Werkstatt. Ich bin gerade am Umräumen. Hier findet morgen ein Bremsenwechsel statt. Wir sind auch heute schon angekommen. Ja. Bremsscheiben, Bremsbeläge für ein T4. Da kratzt jemand schon mit Metall auf der Scheibe. Schlecht. Ja, ich muss noch ein bisschen mehr aufräumen. Aber gleich werde ich nochmal ein Testblech machen. Das Schweißgerät funktioniert halt wieder. Und ich will mal ein paar Testbleche machen. Ob das so mit der Leistung auch in Ordnung ist. Ich habe endlich, endlich mal alle Teile wieder gefunden von dem blöden Kasten. Ja. Nee, ich mache das immer so ein Projekt. Ich verursache riesiges Chaos und dann räume ich wieder auf und dann kommt das nächste Projekt. Ne? Wem es nicht gefällt, ist nicht mein Problem. Tut mir leid. Ich arbeite so. Ja. Ich werde mich nicht damit aufhalten, irgendwas aufzuräumen oder zu wischen und dann irgendeinen Mist bauen. Hallo Katze. Und beim Aufräumen die Hälfte vergessen, hinterher nichts mehr wiederfinden. Nein, ich habe das alles schön daneben liegen. So arbeite ich halt. Ne? Jeder arbeitet individuell, jeder arbeitet für sich. Und ja, ist halt so. Ja, hier wird jetzt umgeräumt. Morgen Nachmittag, denke ich mal, kommt der T4 hier rein. Für die Bremsen. Dann sehen wir weiter. Ich werde gleich noch ein paar Bleche machen und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. So, wir sind gerade mitten in der Pampa unterwegs. Irgend so ein Dorf. Ich glaube, hier links ist das. Ich habe gerade was gesehen. Aus dem Augenwinkel. Ah ja. Schaut euch da mal das an. Ist das schick? Da werde ich mal eben aussteigen und mal gucken, ob ich jemanden finde. Dabei kann ich natürlich nicht filmen. Okay, bis gleich. Ich finde da gerade niemanden. Aber ist das nicht eine Schönheit? 240 TD. Sieht gar nicht mal so schlecht aus innen. Und ich glaube, der steht schon ein, zwei Tage hier. Unglaublich. Da werde ich dranbleiben. Mal gucken, ob ich den Besitzer rausfinde. Wahnsinn. Hallihallo. Ja, es ist mittlerweile Abend und falls es nicht jeder erkennen sollte, wir sitzen im Astra. Ich habe mir gedacht, nachdem diese wundervolle Fahrertür so unglaublich gut aussieht, werde ich mal anfangen, das Armaturenbrett auch gleich mal mit zu reinigen. Wie gesagt, das Auto stand auch wieder 1000 Jahre in der Gegend rum. Ich versuche mal ein bisschen mehr Licht hier reinzubekommen. Und dann, ja, dann geht das los, ne? Staub. Der Geier weiß nicht, weiß was noch alles. Ja, das ist einiges. Ja, ich denke, da könnte man eine Reinigung vertragen. Ich werde mal gucken, ob meine Motorhaubenbeleuchtung hier reinpasst. Weil die Innenbeleuchtung wird nicht viel bringen. Ja. Okay. Die Oberseite vom Armaturenbrett, das Lenkrad, Lüftungsdüsen etc. Definitiv Nummer 1. Der restliche Wagen, wenn er fertig ist. Ja, dann braucht man hinterher, wenn er einmal sauber ist oben, braucht man im Grunde genommen nur noch einmal drüber wischen, wenn da nochmal Staub drauf kommen sollte.
Aber ich beabsichtige ehrlich gesagt nicht, die Fenster offen zu lassen, wenn ich da irgendwas schleife. Okay, ich stelle das mal alles auf und um und baue und mache und tue und dann sehen wir uns wieder. So, ich denke, das kann sich sehen lassen, wenn man es denn sieht. Das ist eine komische Beleuchtung. Die verstehen sie nicht so gut. LED-Lampen und Kameras. Ja. Das hier ist wahrhaftig ein Lederlenkrad. Da muss ich natürlich ein bisschen anders dran gehen. Das in der Mitte natürlich nicht, was geht. Neulich irgendwo im, ihr kennt ja alle die, na, wie heißt es nochmal gleich, die letzten Entscheidungen vor der Kasse, Regale im Supermarkt. Da habe ich neulich mal was entdeckt, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Scheint ein Auslaufmodell zu sein, ich habe keine Ahnung wieso. Wie gesagt, lag da, kostet ein paar Cent und also ein paar Euro mehr oder weniger und das werde ich erstmal ausprobieren. Wie gesagt, das ist wahrhaftig Leder. Mal schauen. Bis gleich. Ich werde die Marke mal nicht zeigen. Aber das sind so Lederpflegetücher. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Irgendwas muss man hier drehen. Okay, das ist nicht die einhändige Bedienung, die ich mir erhofft habe. Okay, ich lege euch nochmal weg. Ich habe wahrhaftig so einen Lappen rausgekriegt. Dann schauen wir mal, was der mit dem Leder anstellt. Vielleicht ist es auch nur Vinyl. Man weiß es nicht, was Opel so alles einbaut. Keine Ahnung. Ist ja immer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und so ein Lenkrad kann trotzdem jede Art von Reinigung gebrauchen. Ich habe das gerade schon mit Reiniger sauber gemacht. Das ist, ein Lenkrad ist wirklich eine Seuchenfalle. Das ist übel. Ich glaube, Top Gear hat mal den Test gemacht, was man da alles drauf findet. Kot. Diverse andere Bakterien, von denen man besser nichts an den Pfoten haben möchte, wenn man zu McDonald's fährt und danach mit der Hand, die das Lenkrad gehalten hat, den Burger essen. Also üble Sache. Deswegen öfter mal sauber machen. Tja, also das lag wohl ganz zurecht in der Grabbelabteilung. Bringt mir mal jetzt so gar nichts. Das sind Lederpflegetücher. Ja, okay. Unter der Voraussetzung, dass man Leder matt haben möchte. Übersitzen. Okay. Dann geht's. Ja, besser als vorher auf jeden Fall. Diese Hubtasten hier beim Astra können auch immer jede Pflege gebrauchen. Die Dinger reißen oft, das sieht total blöd aus. Ja, ich denke, das Armaturenbrett kann sich wieder blicken lassen. So langsam wird er. Ich denke, morgen werde ich anfangen, den Radlauf zu schleifen. Farbe ist wie gesagt da. Ja. Aber ich denke, für heute hat sich das erledigt und ich werde das Video mal fertig machen. Hätte nicht gedacht, dass ich heute eins zusammenkriege. Das ist, ja, wie gesagt, langsam wird das Auto.
Ich denke mal, Bremsen für hinten werde ich ihm auch noch verpassen. Bremsen für hinten. Die vorne muss ich mir noch mal ganz genau angucken. Wenn, dann soll das ein wirklich gutes Auto werden für die nächsten 4 Jahre. Ich möchte gerne, dass der zweimal über den TÜV kommt. Einfach so. Nur mit einer Inspektion zwischendurch und so weiter. Ne? Die meisten dieser 5 Türer werden ja eh von Familien gefahren. Also, ne? Oder alleinerziehende Mutter, Vater, weiß der Geier. Ja, ansonsten braucht man ja keine 5 Türen. Ich denke, ein paar TÜV-Prüfungen können wir ihm verpassen, sozusagen, den Vorlauf. Die Basis ist gut, richtig gut. Ja. Okay, dann verabschiede ich mich schon mal. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Also versucht's, ne? Unter den aktuellen Bedingungen ist das ja alles andere als einfach, ein vernünftiges Wochenende zusammengebastelt zu kriegen. Aber naja. Kauft euch einfach alte Autos und schraubt dran. Mein Tipp. Ist sehr befriedigend, wenn so ein Auto wieder funktioniert. Ich habe jetzt gerade in den USA gesehen, da schließen sich Leute zusammen und reparieren in der Nachbarschaft Autos. Ne? Nicht jeder kann alles, auch ich lerne jeden Tag dazu, das ist logisch. Ne? Einfach, anders geht's nicht. Und ja, der eine kann dies, der andere kann das und alle lernen. Ne? Sucht euch die Nachbarschaft zusammen, sucht diejenigen, die alte Autos fahren. In der Youngtimer-Zeitschrift wurde gerade von jemandem berichtet, der hat sich ein Winterauto gekauft. Ein Passat mit 600, ein paar zerquetschten Kilometern. Ja, das wird dann nichts mit Winterauto und er restauriert das Auto jetzt. 600 noch was, Benziner, ne? 1,8er, 107 PS, ein Nasenbär noch. Ja, kauft alte Autos. Repariert sie. Es gibt nichts Befriedigenderes, als ne? Hinterher ein Auto da stehen zu haben. Das habe ich erledigt, das habe ich durch den TÜV gebracht und jetzt fahre ich das Ding. Fertig. Und nicht, ich gehe zum Händler, kaufe das und dann ist gut. Das wird nichts. Du wirst ein Auto niemals so behandeln, so gut behandeln, wenn du es nicht selbst gebaut hast. Ne? Wenn du es selbst gebaut hast, ist das. Du kennst einfach alles. Du hast alles einmal in der Hand gehabt. Okay. Schönes Wochenende.